Deine Mutter braucht Heilung. Ja, sowieso. Irgendwo war doch die Taste hier mit dem... Schlechten Wortwitzen? Achso. Die hab nee, nur ich, Entschuldigung. Die habe ich ja auf Dauersenden stehen. Die gibt's im DLC. Ja, so ist es. So, ich sammle hier mal ein, da kann mir nichts passieren. Der Bomber, den hält sich noch zurück mit den schlechten Witzen. Ja, es braucht alles so ein bisschen Vorbereitung bei mir. Der köchelt noch. Genau. Ja, wer das nicht wusste, wir drei sind übrigens die wichtigsten Herr der Ringe Online-Spieler bei YouTube. Ja? Und lasst euch nichts anderes erzählen. Wir haben auch die meisten Views und die meisten Abonnenten und so weiter. Hier im dreistelligen Bereich schon. Zusammen, ja. Nö, auch auseinander. Wenn wir zusammenstehen, dann sind das dreistellig. Naja. Nee, dreistellig? Also ich hab. Dann ist das ein Dreigestell, wenn wir zusammenstehen. Genau. Ich hoffe ja, dass ich heute mal einen dazu kriege oder so. Kannst ja auch nachher wieder deabonnieren, aber ich will dieses Jahr meine 200 noch haben, wenn es geht. Also immer, wenn ich bei Streams mitwirke, verliere ich Abos. Ich weiß nicht warum. Das ist komisch, gell? Was mach ich sprechen. Ja, warte mal. Wer bist du? Aber gern. Ich kann gar nichts auswählen. Ja, ich aber. Ich bin doch Host. Bist du Freund oder Feind? Das weiß ich eh schon. Haben wir voreilig gehandelt. Wie können wir sicher sein, dass du nicht mit unseren Feinden unter einer Decke... Jawohl, hier Vogel, hä? Du hast selbst gesehen, dass ich kein Freund der Goblins bin. Und mein Volk hat sich von Zeit zu Zeit mit Menschen, Elben und Zwergen verbündet. Selbst wenn ihr mir nicht das Leben gerettet hättet... Woher kenne ich denn den Sprecher? ...Grund genug, Freunde zu werden. Ich heiße Belaram. Meine Heimat Granate liegt im Nebengebirge. Rechts. Und ich diene Quaien hier, den Herrn der Adler. Danke ich meine genau. Und ich gehöre zum Haus von Elrond Halbelb, dem Herrn von Nein, es ist nicht Manuel Francesco. Dann stehe ich in deiner Schuld, Andriel aus Imladris. Aber sowas von, Junge. Hast du hier Elben gesehen? Was soll ich nehmen? Warum hast du hier Elben gesehen? Nein, Elben habe ich noch nie eine gesehen. Ich frage ihn mal. Ja, wenn er mit denen schon gevögelt hat, also, ne? Der hat vorhin gesagt. Ich nahm an, ihr wart die Ursache. Aber vielleicht gibt es noch andere Verbündete in der Stadt. Ich kann nicht sagen, wo sie sich jetzt befinden. Dann kannst du das nicht. Bist du für einer? Warum bist du hier? Ich schweife oft weit über die Länder im Norden und sammle Neuigkeiten für meinen Herrn Gwai hier. Als ich hier Aktivitäten sah, wurde ich neugierig und bin tiefer geflogen, um sie auszukundschaften. Tja, kannst du froh sein, dass du nicht tot bist, Junge. So, wie wurdest du gefangen genommen? Es geschafft, dich gefangen zu nehmen. Ich war unvorsichtig und die Goblins waren unfruchtbar. Hab ich's gesagt? Sie haben Kriegsmaschinen benutzt, um Bolzen abzufeuern, die um mich herum explodierten. Ich war betäubt und fiel vom Himmel. Als ich zu mir kam, war ich gefesselt und hilflos, so wie ihr mich gefunden habt. So, wer ist der Anführer? Genau, dann killt er mich. Wer der Anführer dieses Gesindels ist? Ich habe einen großen Mann gesehen, in schwerer Rüstung. Ich auch, mit einem Bart und einem großen Hut. Wer er ist, kann ich nicht sagen. Und einem Gesicht? Nee, habe ich nicht gesehen. Furcht, wie einer, der vom Schatten verdorben ist. Das muss Agandar sein. Kennst du diesen Mann? Nein. Er dient dem dunklen Herrscher. Wir müssen ihn finden und ihn vernichten, wenn wir können. Ich werde dir helfen, aber es ist gefährlich. Und? Der Feind hat Kriegsmaschinerie auf der inneren Mauer aufgestellt. Sie hindert mich, frei fliegen zu können. Innere? Ja, in die Innere gehörst du auch. Hinter diesen Türen findest du einen Gang und eine Treppe. Guck mal, was der für große Augen hat. Der hat schon ganz schön was eingeworfen. Ich schwinge mich in die Lüfte und lenke das Feuer auf mich. Das ist wahrscheinlich gar kein Adler. Wir haben uns doch vorher im Gras getroffen, oder? Das ist wahrscheinlich nur eine Taube und wir denken, das ist ein Adler. Ja, lasst uns ihn aufbrechen. Der krasseste LSD-Trip in Mittelerde. Wichtiger Punkt. Genau. Ja, schönes Video, so wo Gandalf auf Gwai hier sitzt, ne, plötzlich so plopp, ist nur noch eine Taube, Gandalf fällt runter. Die Taube so, oh nein, Gandalf! Gandalf! Warum kannst du nicht fliegen? Du kannst alles andere. Gut. Genug davon.
ist denn das für eine Scheißkiste? Endlich. Alter, wir wollten Alter, nicht ihr. Scheiße sagen. Alter GameStar-Witz. Alter, genau. Alter, ihr, wer? Alter. Ja. So, hier ist ein Speicherpunkt, oder? Ist das so? Ach nee, man kann hier kaufen, verkaufen. Ah, das war das, sehr genau. Gut. Ist das echt? Ja. Mhm. Hier, so dann mitten in den Ruinen. Will ja. Ich das doch glatt mal. Ich habe hier einen Elbenstein, der ist steckbar. Ist das so? Gut. Elbenstein des Willens. Steckbar. Ich habe ein paar Sachen hier in meinem Inventar, die kann ich nicht anziehen. Die könnte ich euch ja theoretisch geben. Ist das deine Antwort? So ein Kilt oder was zum Beispiel? Tragen Frauen eigentlich auch Kilts? Silberner Teller brauche ich nicht. Dekorativer Teller brauche ich auch nicht. Unreiner Bernstein. Ach, hier ist das Bernsteinzimmer gelandet. Nach Bre zurückkehren, nein. Beenden. Ja, also man kann doch den anderen auch Gegenstände geben. War das doch? Ja. Glaube ich. Ja. So. Aufgaben. Große Feder, was will ich denn damit? Stände? Gegenstand tauschen? Nee, geben. Geben ist gut, oder? Geben ist besser als nehmen. Ich hab satt, deine Sprüche sind so schlecht. Das sagst du mir jetzt erst? Mann. Ich hätte es wissen müssen. Ja. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen. So. Da hast du die aber alle gefeiert. Vielleicht hast du da mehr Alkohol getrunken. Was weißt du, warum wir das nicht gesendet haben? Achso, wir haben das ja gesendet. Ja, egal. Du schon. Ja, genau. Ich habe hier diverse Waffen. Ich bin ja total Pazifist und so. Deswegen dachte ich, gebe euch mal die Waffen. Deswegen verlierst du die ganze Zeit auch Leben. Das stimmt gar nicht. Wer will denn ein Schwert, ein Einhandschwert von euch? Hm? Ich hab, danke. Ich nehme nur Äxte. Ja, aber meins ist besser und außerdem riecht es nach Parfum. Oh nein, jetzt habe ich verkauft. Wie kriege ich das wieder? Der Zwerg, der andere, alles klar, Jungs. Einhandhammer, Einhandaxt, Einhandammer, Ammer. Der Einhandammer. Fand ich irgendwie so eine Partylöwen namens Ja, Ammer, ich wollte auch gerade sagen, das war das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Der Einhandammer. Sehr gut. Schön, schön, schön. Ja, nee, wenn ihr das alles nicht wollt, dann Kannst du auch Französisch aussprechen. Der Einhandammer. Einhandammer? Am Meer. La Mer, beyond the sea, la Mer. Keine Ahnung. Wie es weitergeht. Sieht aus, als würdest du da hinten irgendwie pinkeln, weißt du? Ja. Ein bisschen. Meine Strahlen sind so stark, das leuchtet so. Genau, und Bombardin ist rollig. Ja, das bin ich schon lange. Komm, ich roll mich mal mit dir so hier durch die Gegend. Schön. Lass uns mal ein bisschen rumrollen. Ja, Mittelrollen. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Keep rolling. Hip rollin', 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 rollin'. Sowas nennt man Exploiten, Ausnutzen der Spielengine und sowas. Die Räder im Bus drehen sich um. Wenn das einer sieht, zum Glück sieht das keiner. Was macht ihr denn da für Geräusche, sag mal? Das willst du gar nicht wissen. Bleib doch schön in deinem Menü. Ja, wer sehen will, was wir für Geräusche machen, der muss dann auf meinen Kanal klicken und nur auf meinen Kanal. Das lade ich dann nächste Woche hoch. Ach so, läuft das hier. Verstehe. Ja, sicher. So. Aber mal was anderes. Serverzusammenlegung und so. Herr der Ringe Online, Männer? Ja. Wo sind wir denn dann alle demnächst zusammen? Auf welchen Server? Ich bin sowieso auf Bele. Also. Ja, so, jetzt kommt der Bombardin mit. Der ist auch schon auf Bele. Ach du Scheiße, ist das wahr? Das riecht das nicht nach. Also ich weiß nicht, irgendwie riecht es doch hier so ein bisschen nach, oder? Ja, Entschuldigung, das war ich.
Ich hab. Ach Gott, du pinkelst nicht nur? Mann, was hast du gegessen? Ganzes Schwein. Das war so ein Lembas-Brot, ich weiß auch. Mit Zwiebeln. Ja. Aber mit viel Zwiebeln. Die waren schon abgelaufen. Ja. Oh Gott. Nee, aber im Ernst, Leute, wenn wir alle auf einem Server sind, dann können wir uns ja demnächst alle ignorieren. Geil. Ja. Das finde ich super. Machen wir so Let's Play. Let's Play machen wir da. Das machst du ja schon. Nein, dein Zwiebelbrot. Wie heißt das denn? Let's Play by Side. Nein, Let's Play by Side. Im Sinne von, wir spielen zwar zusammen auf einem Server, aber alle nebeneinander, nicht zusammen. Genau. Alle im gleichen Startgebiet, wir machen aber keine Gruppe. Ja. Und immer wenn wir uns sehen, dann lachen wir übereinander. Brüllen wir uns an. Klauen uns gegenseitig die Mobs weg. Ja, geht ja nicht. Blöd. Aber ist eine Idee, ne? So. Habe fertig. Let's ignore together. So machen wir das. Ich habe ein neues Format erfunden. Schön. Ah. So. Da ist die Frage, herkommen. Ob wir überhaupt zusammen spielen können, weil mein Charakter ist halt 32. Und? Was willst du uns jetzt damit sagen? Ja, ihr seid doch wahrscheinlich eh schon Level 100. Und du kannst keinen neuen Charakter anfangen? Nein, neu angefangen. Kannst du nicht? Schon wieder neu anfangen? Ich habe dieses Jahr erst neu angefangen. Wir treffen uns, Level 100 treffen wir uns und dann... Ach, na das dauert. Dann ignorieren wir uns auf Level 100. Genau. In Pelagia. Genau. Oh, die Waffe rockt aber jetzt hier. Halleluja. Fällt mir auch was ein. Hier, Bedarf oder Gier? Ja, Pelagia. Badum. Ja. Oh mein Gott, ein Film. Wow. Ich finde, die Tröten von den Gegnern müsste man ersetzen durch und damit wären wir dann bei Batman und dem Joker. Ich werde beschossen, ich hau ab. Du bist beschissen. Ihr müsst die Nahkämpfer von mir weghalten. Kann ich die alle wegkallern? Ich kann die hier ein bisschen wegzaubern, aber ich habe auch nicht ohne Ende Mana. Ich zauber dir gleich einen Ring und die auch. Boah, hat mir voll den Rücken geschossen. Geht's der noch? Mensch war das, ne? Der Mensch. Das war bestimmt der Mensch. Einheit und Zwietracht, oder wie heißt das Spiel hier? Schiebt nicht immer alles auf den Menschen. Scheiß Menschen, blöde Inzucht. Aber das kann doch gar nicht sein. Wie viel hält denn der aus? Nee, du musst dann diese andere Attacke machen mit Y. Dann geht der kaputt. Ah, da habe ich noch eine andere Attacke. Wie schön. Nach 52 Minuten. Vielen Dank dafür. Kriegsmaschine stoßen. Ja. Ja, stoß mal bitte, komm. Der Elbe stoßt. Ich will auch mitstoßen. Ja, jetzt du musst halt aber so jetzt triggern irgendwie. Und jetzt falle ich mit. Da ist so ein grüner Button noch bei dir. Warte mal, stoßen. Warte mal, bleib mal stehen bitte. Katuru, bleib mal stehen. Ich wollte mal gerade gucken, ob ich die richtige Größe habe. Naja, für gewisse Aktionen schon. Mach die Hose zu, ehrlich. Die richtige Größe habe. Nee, das Gesicht hat eine gute Größe. Oh, warum gehe ich eigentlich vor? Ich habe Stoffrüstung und bin eine Frau und sehe gut aus. Also ehrlich. Chaka! Ja, Waldläufer, geht mal vor. Genau, mach mal ein bisschen Fernkampf. Hey, du hast Level erhalten. GZ? Hab ich? Nee, gar nicht. Ich bin immer noch Level 11. Er redet von mir. Ach so. Ja, er ist nämlich kein Cheater, weißt du? Da können wir noch schön gratulieren. Genau, richtig. Hä? Ja, echte Gefühle und so. Ja, meint es nämlich ernst. Oder? Er wollte schon immer mal stoßen. Er hat es genau in dem Moment gesagt, als du gestoßen hast. Ja, jetzt töte ich auch mal was hier mit stoßen. Y. Danke für den Tipp. Ja, bitte gern. Sag ja, Einheit und Zwietracht. Ich dachte schon, es liegt am Skill, aber liegt gar nicht am Skill. Wir hätten doch auf leicht spielen sollen. Du bist auch ein Held, Bombardin. Du machst immer die Kisten kaputt, sammelst das Zeug aber gar nicht ein. Ja, er hält, was er verspricht. Das droppt doch für alle. Ach so. Ja, dann, ich dachte immer, Mann, der geht immer rum, macht die Kisten kaputt, sammelt aber nichts ein. Hab ich eigentlich auch gedacht. Das droppt, glaube ich, wirklich für alle. Der Qualm meint, der Einzige, der von denen gut aussieht, ist der Hobbit. Welcher Hobbit? Ja. Ach so, gut, das war doof. Ich bin drauf reingefallen, gut gemacht.
Die Baumelfe meint, die Elbin sieht immer von den dreien immer noch am besten aus. So sieht's aus, genau. Schleim, oh, Schleim. Ein Punkt hier. Kann auch am besten kochen. Die Baumelfe macht doch bestimmt aus dem Let's Play hier wieder ein Best-of, oder? Würde ich mir zumindest wünschen. Ja. Nur Sequenzen von mir. Und dann hier diese romantische Musik, die immer überall verwendet wird. Kann sie schlecht nachmachen. Ach. Weißt du, wie der Typ hieß, den ich gerade geschlachtet habe? Die hat Kiltoniel gesagt. Aha. Kiltoniel? Das war doch bei GTA 4. Echt? Nee, was? GTA 4? Was? Falsches Universum? Hä? Wie jetzt? Ich loote mal die Kiste, ist das in Ordnung, ne? Okay, dann klaue ich mir mal einen Ferrari. Du stehst nicht wieder auf. Du stehst nicht wieder auf. Und du auch nicht. Deine Mutter bringt Feuer. Nicht. Das war mit ihrem Eintopf. Alter, deine Mutter. Ja, wir hatten den Vogel gerufen. Das war ich. Versehentlich. Ja, sorry. Super. Ich sag ja, er kennt weißt du, wir haben einen Gegner. Was macht er? Ruf die Spezialfähigkeit. Ja, sowas nennt man Overkill übrigens. Ja. Der von ich Oven killt. Gefragt, ja. Hey, was ist denn das für ein Kill? Gott. Oh Gott, mein Humor färbt schon ab. Das hat ja gar nicht lange gedauert. Finde ich super. Ich bin ansteckend. Ja, ja. Jetzt neu in ihrer Apotheke. Mhm. Oh, das ist gut. Ach, das oh, war eine Instanz. Ach, Gott sei Dank. Die meisten Kills mit nur einem Schlag. Entschuldigung. Ja, weil du mir nicht gesagt hast, was man hier drücken kann. Danke. Ich habe wertvollster gefundener Gegenstand. Oh. Der Katuro ist der wertvollste Gegenstand. Oder habe ich das hier falsch verstanden? Was? Ja, Kopfschüsse. Der hat ja auch nur mit dem Bogen gespielt. Ja. Genau. Zahl der Stürze. Ist es keiner gestürzt? Heilmittel? Hä? Ich habe mich doch auch einmal geheilt. Ja. Okay. Null. Ich habe auch am meisten Schaden erlitten. Das hier übrigens war so der Noob-Level, ne? Nee, erlittener Schaden hast du am wenigsten. Der Katuro hat am meisten, der ist sogar gestorben. Gar nicht. Da steht bei mir 303 und bei Katuro 142, bei dir 163. Hä? Warte mal, muss ich nochmal zurück. Ja, 303 bei Bombardin, 163 ach, bei Duaka. Ach da, ja, ich habe mich verguckt, Entschuldigung. Das wenigste ist das Beste, ne? Ja. Nur so zu Info. Ja, aber da merkt man halt auch... Ne, Zahl der getöteten Feinde, hallo? Hat. Ja, das nee, Zahl egal, der getöteten Feinde. Aus der Nummer kommst du nicht raus. Ist einfach so. Und gesamter verursachter Schaden. Doppelt so ja, viel wie der Bombardier. Schade, schade, dass ich ja schon weggedrückt habe. Zahl der Brüche. Hä? Abbrüche? Zahl der Brüche. Willkommen bei Mathematik Online, ihr Lieben. Zahl der Brüche. Man nannte mich auch liebevoll den kleinsten gemeinsamen Teiler. Ich habe alles geteilt. 3 durch 4, so, 16 durch 8, drücken? 17 durch 9. Ja, mach mal. Ich mach mal fortfahren. So, dann müssen wir eigentlich auch gleich mal, weil es gerade passt und so. Ja, würde ich auch sagen. Wenn da jetzt nicht gleich eine Videosequenz kommt oder sowas. Ich glaube, da kann man gleich auch speichern. Ah ja, guck, Videosequenz. Sehr gut. War ja eine tolle Videosequenz. Super, ich habe mich voll gefreut. Und jetzt der Wahnsinn. Ich würde sagen, hier bleiben wir stehen. Kannst du eigentlich speichern einfach so? Nee, ne? Es braucht immer so einen Speicherslot. Aber ich glaube, der hat gerade eben gespeichert. Genau. Aber es ist sowieso egal. Wir können ja dann an der Stelle diejenigen, die aufnehmen, dann kurz mal die Aufnahme beenden und dann eine neue Aufnahme starten. Genau. Ne? Weil es wird ja eh am Stück hier aufgenommen. Und ja, wollen wir nicht eine kurze Pause machen? 5 Minuten? Wir können auch eine kurze Pause machen, wenn die... Ich hatte es nämlich so verstanden... 4.800 Zuschauer im Stream einverstanden sind. Ich hatte es nämlich so verstanden, dass der Bombardier nämlich seine Sachen immer auf die externe kopieren muss. Um genau. Genug Platz zu haben. Auf die andere Platte. Ja. Die externe Freundin. Ex-Freundin. Auch Ex-Freundin, genau. Ja, dann lass uns ja doch mal verabschieden, ganz kurz, für diese Folge. Ich drehe mal meinen Charakter noch um, damit man sieht, wie gut ich aussehe. Vor allem so neben den beiden unnötigen Charakteren hier. Leg das Schwert weg. Hinter mir weg. Hallo? Geht's noch? Mist. Macht, das ist immer nur vorbei, ich wollte durch. Ja, genau, also für diese Folge war es das, es hat Spaß gemacht. Wir machen aber direkt weiter in der nächsten Folge. Ich darf mich bedanken und die beiden anderen Herren wollen sich auch noch verabschieden, glaube ich. Ja, tschüss.
Und dann machen wir hier eine Pause.